letzte Woche, ihr habt mal was gelesen in der Schwäbischen Post, ist leider meine Zeitung, aber ich zweifle immer wieder. Und warum unsere Politiker so viel Angst haben vor diesem Virus? Ja? Ein Virus ist wirklich nicht. Seit wir Menschen auf dieser Welt sind, gibt es Viren, die mutieren. Es kann auch manipuliert werden, diese Viren. Ja? Zu unseren Gunsten oder zu unseren Ungunsten. Aber warum haben die so viel Angst? Ich habe gelesen, dass die Frau Merkel wieder bereit ist, 600 Millionen auszugeben für eine Impfung. Ja? Das ist ein Haufen Kohle, wo ich für anderes, wo in Deutschland nötig ist, auszugeben. Ja? Bildung, Krankenhäuser, egal wo. Für was brauche ich eine Impfung? Ich möchte keine Impfung haben. Wer weiß, wie ich nachher rauskomme. Ja? Es gibt so viele Menschen, ich habe erst, glaube ich, diese Woche etwas gesehen über Impfschäden. Wie viele Menschen über Impfschäden rauskommen. Also ich möchte, ehrlich, ich weiß nicht, wie viele Impfungen ich da hatte. Ich war, ja, okay, viel in der Service und musste mich impfen lassen. Ja? Aber ich persönlich möchte diese Virus-Corona-Impfung nicht haben. Ja? Ich bin ein Zweifler. Ich habe eine Tochter, die hat 3 Kinder und die muss, sprich jetzt auch meine Frau ist im Kindergarten, ja, sie muss die Kinder, die Eltern fragen, ob sie geimpft werden auf Masern. Ja. Das ist für mich ein Zwang für einen Menschen, wo eigentlich dagegen ist, gegen diese Impfung. Das darf nicht sein. Das ist eine Ideologie, wo mich persönlich ein Zwang ist gegen meine eigene Einstellung. Ja. Ja. Das ist meine Meinung. Also, die Politiker wissen nicht, was sie tun. Ja. Und der Zweifel wird immer größer. Da brauchen Sie sich nicht zu wundern, dass wir hier stehen, ja, und dagegen tun. Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Ich glaube, wir denken klar. Und wir wissen, was wir zu tun haben und zu lassen. Wir sind nicht gegen die Politik. Die müssen nur das Richtige für uns tun.